Kann wieder weitergehen hier bei Stranded Alindorn. Willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, machen wir weiter. In der letzten Folge ist was Interessantes passiert. Wir haben ja Cain losgeschickt mit unserem Heißluftballon. Wir können jetzt dieses orbitale Funkgerät erforschen. Ist auch schon drin. Aber als erstes machen wir erstmal diese Geschütztürme. Die laufen wohl mit Strom. Die verbrauchen schon ganz viel Strom, finde ich. Machen wir ein bisschen leiser. So. Wir gucken mal, wie das mit diesen Geschütztürmen so läuft. Und Schienengewehre möchte ich ja auch noch machen, ne? Ne, aktuell machen wir die Neonröhren drucken. So, forschen, ne? Das dauert noch. 46% haben wir. Deswegen gehen wir jetzt erstmal richtig Vollgas hier. Und geplant ist ja auch noch, dass wir einen Anbau machen. Wir haben auch aktuell ganz viel Holz. Und uns verrottet immer noch so viel Zeug. Wenn wir diesen Anbau haben, werden wir wahrscheinlich zwei weitere Kühlschränke bauen. Denke ich mal. Gut. Ich glaube, wir werden in dieser Folge Cain nicht losschicken. Mit dem Heißluftballon. Wir brauchen jetzt erstmal jede helfende Hand hier. Wir gehen jetzt erstmal unter Gebäude. So, hier sind auch neue Sachen dazugekommen, ne? Ziegelsteinpflaster, okay. Schöne Sachen. Steinpflaster. Nee, ich möchte aber gerne unter Gebäude. Und zwar da. Raumschiffschrott. Ein großes brennendes Objekt, höchstwahrscheinlich ein Stück eines Raumschiffs, wurde in der Ferne abgestürzt gesehen. Wenn du so lässt. Also Expedition Raumschiffschrott. Ja, okay. Ja, 340 Stein haben wir, ne? Ja, wir machen diesen Anbau auch mal aus Holz. Wie ist das eigentlich? Können wir die Ebene, weil wenn wir das jetzt hier ansetzen, sind wir ja viel niedriger, das möchte ich nicht. 6 Felder, 10. Oho, wie groß können wir denn hier bauen? Nein, ich möchte gerne 11 Felder, achso. Na, das sind jetzt 11 Felder, 11 mal 11 mal. 11 mal 11 möchte ich gerne. Ja. So, wir machen. Wir machen das mal so, dass wir noch einen zweiten Eingang haben, oder? 1, 2, 3, 4, 2. Ist egal, komm. Das setzen wir jetzt dahin. Das lassen wir jetzt erstmal bauen. Und in diesem Raum hier, der hier so entstehen soll, da möchte ich gerne, dass die Leute da. Da werden wir auch das Lager, glaube ich, reinbauen. Wir werden das Lager da reinbauen und die ganzen Arbeitstische. Und hier drin wird halt nur gewohnt, ne? Vielleicht lassen wir sogar die Küche. Die Küche lassen wir, glaube ich, hier noch drin. Die Küche lassen wir hier drin. Und wir werden. Ja, mal gucken, ne? Irgendwo hier oder so. Hier oder hier. Noch so ein, zwei Kühlschränke bauen. So, dass die Kühlschränke halt noch in dem Wohnbereich sind, ne? Können wir eigentlich schönere Möbel bauen? Großen Tisch. Aus Stein oder Metall? Achso, aus ein Metalltisch. Ja, okay. Naja, nichts Schönes, aber wir gucken mal. Gut, das lassen wir jetzt erstmal bauen. 57% sind die Neonröhren schon mal fertig. Weil ich hätte schon Bock auf diese Neonröhren. Wenn das fertig ist, können wir ja in der Forschung unter Schienengewehr gehen, ne? Und Schienengewehr möchte ich gerne echt haben. Ja, es verrottet, ne? Das gute Essen, das verrottet. Wir haben schon so viel davon, dass uns das einfach verrottet. Kämpfen 3. Giftige Asche schon wieder. Ach so, ja. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Giftige Asche ist nicht gut für die Leute, die da draußen sind. Lara geht hacken. Die sollte mal lieber alles reinbringen, ne? Treppe bauen. Ja, jetzt laufen die alle hier hin und holen das blöde Holz, ne? Ah, Cain. Das ist sehr cool, weil Cain stellt jetzt endlich mal diese synthetischen Stoffe her.
die wir unbedingt brauchen für, ja, für die neue Rüstung, die ich gerne bauen möchte. Naja, die drei sind drin. Aber Quinn muss draußen bauen. Also der arme Kerl. Wie geht's denn Quinn eigentlich da draußen bei der giftigen Asche? Lunge, Kurzatmigkeit. Schmerzen plus 25, Gesundheit minus 10 und Bewegung minus, minus 25, okay. Kein Lagerplatz, ja, ja. So, genau, was ich noch sagen wollte ist, kurz vor dieser Aufnahme habe ich mich nochmal umgeschaut. Ich habe das Spiel pausiert und mich nochmal umgeschaut, weil, naja, ich kann nachts schon nicht schlafen, weil ich nicht weiß, wo diese blauen Beeren hier sind. Es kann ja nicht sein, dass es hier keine blauen Beeren gibt. Und zwar habe ich blaue Beeren. Es gibt doch hier irgendwie so ein... Ah, da, guck mal, wenn man es ist... Ah, okay. Wenn man die Steuerungstaste drückt, dann kann man auch ein bisschen schneller sich bewegen. So. Ich habe doch hier blaue Beeren gesehen. Oho. Jetzt im Ernst. Hier sind sie doch. Guck mal. Hier sind diese blauen Beeren, die ich schon seit ein paar Folgen suche. Und die werden wir beobachten. Beobachten. Bitte, bitte beobachten. Und wir sind aber immer noch nicht mit der Beobachtung fertig hier von dieser komischen Rohrpflanze, ne? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wer war denn unser zweiter Forscher? Quinn, ne? Okay, Quinn. Aber Quinn ist auch unser Baumeister. Aber Quinn muss einmal diese blauen Beeren hier beobachten. Bitte. Beobachte diese blauen Beeren. Daraus können wir auch noch so tolle Sachen kochen. Oder besser gesagt, Emmeline. Emmeline kocht da tolle Sachen von. Lara dreht durch. Lara geht schlafen. Okay. Lara, was ist mit dir? Geht's dir nicht gut, oder? Müde, erschöpft und Hunger hat's. Okay. Sind alles Probleme, die wir hier lösen können. Es ist jetzt auch nicht schlau, eigentlich Quinn hier in der giftigen Asche blaue Beeren zu erforschen. Oder zu beobachten. Kater schon wieder am Pen. So, wir sollten mal gucken. Ah, okay. Ne, Quinn, okay. Schlafen gehen, ja, genau. Geh mal besser schlafen. Sicher ist sicher. Was passiert eigentlich mit den ganzen Tieren, wenn die so in der giftigen Asche sind alle umgefallen? Also entweder schlafen die alle oder sind alle umgefallen. Ne, der wackelt noch mit den Schwänzen. Der ist noch nicht tot. Ne, die bewegen sich noch alle, alles cool. Ich weiß, es ist alles am Verrotten. So, ein neuer Tag. Giftige Asche kommt immer noch von oben runter. Oh, Quinn hat schon angefangen zu bauen, das ist schön. Ja, es wird so ein Mordshaus hier, ne? Achso, wie machen wir das eigentlich mit dem Dach? Das sieht natürlich unschön aus, ne? Was haben wir den Anbau hier gemacht? Hat man sogar Fenster da drin. Aber unsere Fenster sind immer zu. Also wir hätten uns, glaube ich, den Fensterbau sparen können. Ah, Quinn. Nee, Quinn. Quinn baut jetzt weiter, okay. Das ist ja jetzt nicht verkehrt. Aber Quinn soll doch mal eben bitte hier weiter beobachten. Also die Wachstums... Rate geht auch um 10% runter, wenn giftige Asche runterkommt. Strom werden wir natürlich auch wenig produzieren, ne? Obwohl, ne, das geht. Wir produzieren immer noch Strom. Ui, da ist was runtergekommen. Schön. Ist ein bisschen weit weg von uns, ne? Hätten wir denn hier in der Nähe noch? Ne, hier in der Nähe haben wir nichts mehr zum... Ah, giftige Asche ist weg. In der Nähe haben wir nichts mehr zum Raumschiff abbauen, außer hier vorne, ne? Ja. Okay.
So, Quinn, wie weit bist du? Gleich fertig. Schön. Wir können nämlich hier noch ein bisschen was anbauen. Ah, guck mal, hier haben wir auch noch Holz hier. Holz. Ertrag war 159 bis... Ah, okay. Also die Bäume sind schon fast so mehr oder weniger ausgewachsen, ne? Oh, Quinn geht schlafen. Nee, Digga, warum gehst du schlafen? Das hast du doch fast... Naja, okay. Bevor er uns noch durchdreht, lassen wir ihn mal schlafen gehen. So. Stimmt, wie viel Alkohol haben wir eigentlich? Wo sehen wir das? Moonshine 4. Mhm. Waffen wurden auch noch nicht gemacht. Es wurde irgendwie noch gar nichts gemacht. Wurde denn... Synthetische Textilien wurden erst 10 hergestellt. Can, was macht Can die ganze Zeit? Ah, ganze Stroh verrottet auch. Ich weiß gar nicht, wie wir Stroh besser lagern können. Wo haben wir das Zeug überhaupt? Oh, ja. Das ganze Lager sieht nicht gut aus. Hier haben wir Stroh, ne? Oder Heu, oder was ist es da? Heu. Außen, okay, unterm Dach. Hä? Normalerweise. Das unterm Dach ist es. Das ist unbefristet. Warum verrottet uns das? Hier ist doch überall ein Dach drauf. Muss ich nicht verstehen, oder? Quinn, nein. Der Quinn baut schon wieder. Dann schicken wir jetzt Carter halt dahin. Carter, du musst einmal den Busch fertig beobachten. Gut. Wie weit haben wir eigentlich diesen... Ah, jetzt komme ich nicht dahin, ne? Die Rohrpflanze zu 8% haben wir die erst erforscht, okay. Oh, Entdeckung Obstbusch. Ja. So heißt der Busch. Der Obstbusch. Der eigentümliche Strauch bringt kleine süße Früchte hervor. Ich bin sicher, dass man sie unbedenklich essen oder zum Kochen verwenden kann. Vielleicht sogar bei der Weinherstellung. Schön. Genau das wollte ich. Wein. Mehr Alkohol für unsere, ja, Überleben, ne? So, wir werden hier erstmal so ein bisschen... 75% Wachstum? Nee. Hier hätten wir 100%, ne? Wir haben gar nicht so viel Platz, egal. Wir machen erstmal so ein kleines Fältchen hier, 8x8. So. Können wir das nicht noch ein bisschen Feld ausdehnen? Ja, ich möchte das gerne hier bis zum Rand. Geht das? Bodenschotter, 69%. Ah, nee, dann nicht. Dann nicht. Schön. Lara macht das schon. Guck mal an. Genau, Quinn kann wieder bauen. Jetzt beobachten wir erstmal Can. Was macht Can die ganze Zeit? Also immer, wenn wir Can beobachten, macht er das, was er soll. Kein Verlass auf den Kerl, ne? Jetzt hat er das nicht fertig gemacht, oder was? Was ist denn das hier? Unvollendet flüssiger Brennstoff. Wie geht das denn? Okay. So, Can, was machst du jetzt? Ah, er stellt her. Gut. Jetzt gucke ich. Keine aktive Aufgabe. Nicht genug Ressourcen. Wie viel brauchen wir überhaupt? Wir brauchen 10 mal Metalllegierung, genau. Und 30 mal synthetische Textilien. Okay. Wir hätten jetzt... Lass mich nochmal gucken. Wo haben wir denn die Stoffe und Haar? Wir haben jetzt 20 Textilien, okay. So, wie weit sind wir mit der Forschung? 81%. Schön, Kater. Gut, dass wir den Kater haben, ne? Weinherstellung da. Fruchtwein. Jetzt, wo wir einige Buschfrüchte gesammelt haben, können wir die Eigenschaften testen, indem wir sie in ein Gär
Gärfass legen und sehen, was für einen Wein wir bekommen. Ah ja. Carbon-Windräder. Carbon-Räume. Suchen, produzieren, Kohlenstoff-Nierenröhren. Wir könnten quasi Carbon herstellen, oder wie sehe ich das? Wir können dann Carbon-Räume machen. Unglaublich. Unglaublich. Sehr cool. Es verrottet alles hier. Ja, ich weiß. Können wir diese Einstellung nicht ausmachen? Diese Einblendung. So, Can. Trinkt Moonshine, genau. Um 7 Uhr morgens trinkt man erstmal einen guten Schnaps, einen guten selbstgebrannten. Quinn soll bauen. Also irgendwie, das läuft alles, finde ich, sehr gut hier. So wird zumindest was gemacht hier. Na gut, wenn er den Boden fertig hat, dann werden wir die Wände platzieren oder einen Auftrag geben. Okay, wie schnell der bauen kann, der Kerl, ne? So schnell habe ich noch nie den Hammer schwingen hören. Und wir werden uns auch bald mal auf die Reise machen mit allen Bewohnern hier. Gehen einfach mal hier hin und machen hier so ein Nest kaputt. Bin echt gespannt, was passiert. Ich hoffe, da wird keiner bei sterben, aber das werden wir erst machen, wenn wir gut ausgerüstet sind und ja, denke ich mal, dass wir eine gute Waffen jeder haben, ne? Also, es ist ja noch so, dass Kater und Co. schlechte Waffen haben. Oh, Ken schneidert. Guck mal. Ken schneidert die erste synthetische. Hat ja gerade einer geschrien. Ken schneidert gerade die erste Rüstung. Das ist schön. Wir bräuchten aber immer noch Nahkampfwaffen, ne? Speer. Warte auf Materialien. Synthetischer Stoff, ja, Speer. Wir setzen das mal nach oben. Dass zuerst Speere gemacht werden. Wir werden das auch hinterher so machen, dass wir zwei solche Tische haben, glaube ich. Habe ich schon mal gesagt, ne? Habe ich schon mal gesagt, aber noch nie gemacht. Okay, wie schnell die Tage hier vergehen. Das ist nämlich schon das zweite Jahr, was wir hier gerade anfangen. Es ist Sommer. Bald kommt der Herbst. Es wird dann wieder kälter. Noch ist alles cool. Die Heizung haben wir auch alle aus hier, ne? Bis auf eine, glaube ich. Die hier ist an, ne? Hier drin sind es 25 Grad. Ich glaube, wir sollten das mal ausschalten hier. Aber es hat sich auch bisher noch keiner beschwert, ne? Dass es jetzt zu warm drin ist. Sind es 21 Grad. Bei der Heizung ist es voll warm hier, ne? Kamin aus Backstein, wow. Da können wir sogar auch Schnellgerichte herstellen, okay. Ah ja. Trägsteine, ja. Das ist sehr schön. Irgendwann, was liegt hier denn überall rum noch? Oh, weia, Metallschrott liegt noch voll in jede Menge hier. Das können wir gar nicht lagern, weil wir einfach ein zu kleines Lager haben. Bearbeite Brennofen, Emeline. Schön. Wir stellen doch schon die ersten Backsteine her, oder wie ist das? Tatsächlich. Stimmt, Ziegelsteine habe ich ja auch im Auftrag gegeben. 5. Nee, machen wir so, dass wir, keine Ahnung, 100 haben oder so. Was machen wir? Wir bauen mal unser Lager an. Wir brauchen mehr Lagerplatz. Obwohl, hier hätten wir auch noch was lagern können, ne? Kopieren.
Oh, aggressive Tiere, 18. Oh, die werden schon wieder... Die spawnen immer ganz cool, glaube ich, ne? Aber sind nicht... Oh, die greifen diesmal von hier aus an. Hier haben wir gar keine Verteidigung. Hier ist auch schlecht. Was ist denn eigentlich... Oh, Nähren... Oh, die Nähernrohren sind erforscht. Der 3D-Drucker wurde erforscht. Quinn, nee, wer ist sie? Emmeline. Emmeline, mach doch mal bitte das Tor zu. Wir werden nämlich gleich angegriffen. Und ich möchte gerne wissen, wenn wir gleich von hier aus angegriffen werden, wenn die gleich hier so rüberlaufen, ob die nicht automatisch einfach so nach vorne laufen, dann hier durchgehen. Mal gucken. Im schlimmsten Fall kann es passieren, dass die einfach hier vor dem Tor oder das Tor halt kaputt machen wollen, ne? Wir gucken mal. Also auf jeden Fall Nährenröhren wurden gedruckt. Produktion 3D-Drucker. Der 3D-Drucker wurde erforscht. Schön. Wo bauen wir das Ding denn hin? Wir haben ja gar keinen Platz mehr hier. Es herrscht. Wir können ja noch mitten in den Raum hier so setzen, ne? Sieht ja geil aus, das Ding, ne? Schön, ich freue mich drauf. Es sind nur noch 8 Tiere über. Die lassen uns ja gar nichts über hier. 7 Tiere. Oh, eine neue Weste wurde. Schön. Cool. Wer benötigt die denn? Der Mantel ist kaputt. Ja komm, Kater bekommt das, ne? Kater, er ist der Älteste. Der braucht erstmal einen guten Schutz. Schön. So, wo ist jetzt diese kaputte hier? Da, der Mantel ist kaputt, den demontieren. Oh, da war das Mikro kurz weg. Hm. So, 7 Tiere sind noch über. Eine Sternschnuppe. Ein Meteor mit einer langen Spur zog am Himmel auf und fiel nicht allzu weit vom Lager entfernt. Es könnte ein kleines Trümmerstück oder ein echter Meteorit sein. Okay, cool. Expedition, eine Sternschnuppe wurde freigeschaltet. So, 7 Tiere sind noch über. Die warten hier. So, da ist der Tierangriff. Wir markieren mal alle. Zack, zack, zack. Übernehmen. Ja, jetzt bin ich erstmal gespannt, woher die kommen, die Tiere. Wir könnten uns natürlich jetzt hier... Wir haben noch 2 Türme hier. Da könnten wir auch reingehen. Aber erstmal möchte ich die Gegner ein wenig studieren oder wissen, was sie machen. Oh. Ah, dadurch, dass die... Ah, das ist cool, ne? Dadurch, dass sie ein bisschen höher gelegen sind wie der Zaun, kann die Emmeline einfach da durchschießen, ne? Okay, dann gehen wir jetzt erstmal nach vorne. Die greifen nicht unser Zaun an, denn die wissen, hier vorne ist ein Tor offen. Wir stellen uns jetzt einfach hier vorne hin. Wir gehen jetzt nicht auf die Türme. Schön. Sind nämlich nur noch 3 Tiere über. So. Das habt ihr ganz fein gemacht. So. Oh, der 3D-Drucker wurde... Ja, wurde schon angefangen zu bauen. Okay. Wurde angefangen. Mhm. Hier ist auch schon fast fertig. Der Anbau. Oder zumindest die Grundbodenplatte. Wir werden auch einfach hier so einen Durchgang hinterher machen. Oder werden wir eine Tür da reinmachen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden eine zur Tür. Wir werden nicht nur einen Türrahmen, sondern auch einen Türblatt da reinbauen. Weil... Ich möchte erstmal, dass dieser Raum hier warm wird.
Mal gucken. Wir müssen natürlich auch in diesen Riesenraum hier ja, viele Heizungen reinbauen. Oh, da ist das Ding doch. Da ist das Ding. So, 3D-Drucker ist fertig. Schön, da ist er. Cool. Was können wir alles für tolle Sachen da machen? Drucker. Er braucht auch Strom, ja, das ist klar. Verbrauch in den letzten 24 Stunden. Ah, okay. So. Kunststoff näher anrühren. Drücke Kunststoff. Nanoröhren. Nanoröhren aus und dünnen Schichten. Ja. Also das ist halt Carbon, ja? Oder wie darf man das nennen? Wir machen das mal so, dass es 50 ist. Erforderliche Zutaten. Nanoröhren, keine Neonröhren, Kerl. Man liest doch nur, was man lesen will, ne? Oha, wie kann man das Ding dabei zugucken, wie er es drückt? Hallo, ich wollte ein bisschen näher ran. Naja, man sieht nicht wirklich, was dabei rumkommt. Cooles Teil auf jeden Fall. Es arbeitet automatisch, das gefällt mir schon mal ganz gut. Nanoröhren. Neonröhren. Mein Gott. Ich komme immer noch nicht drüber weg, dass ich die ganze Zeit Neonröhren gesagt habe. Wie komme ich denn auf so einen Scheiß? Cool, wir können die... Ah, wir können anfangen hier mal Mauern zu setzen. Gebäude. Wand. Ja, leider nur eine Holzwand, ne? So, das haben wir schon mal. Wir brauchen aber hier noch eine Tür. Gebäude. Tür. Hä? Nein, ich möchte hier gar nichts machen. Nochmal. Jetzt habe ich irgendwie Blödsinn gemacht. Holz. Ah. So, wir können hier sogar drehen und so, ne? Nee, dann soll erstmal rein. Und wir brauchen natürlich auch noch lass uns mal große Fenster mit Metallstäbe. Sorgt für die Belüftung des Raums, hat aber keine Wärmedämmung. Bietet Belüftung geöffnet, bewahrt die Wärme, wenn es geschlossen ist. Mhm. Ja, das möchte ich. Hier setzen wir erstmal zwei rein. Jetzt müssen Tageslicht auch reinkommt, wenn wir sie mal offen machen. Ah, das passt irgendwie nicht so symmetrisch rein hier, ne? Na gut. Hier werden wir hinterher auch noch welche reinmachen. Aber erstmal sollen sie das bauen und dann bauen wir das Dach. So, ist das Ding schon langsam fertig hier? Neue Ressource, Kohlenstoff, Nanoröhren und keine Neonröhren. Verdammt. Wurden hergestellt, cool. Wir können dann sagen, so, mal nebenbei gesagt, Geschütztürme werden erforscht, 11% schon. Danach kommt Bier machen, danach kommt diese orbitale Funkgerät-Zeug und dann möchte ich gerne dieses Bienengewehr, ja. Oh, Laserspeere, ja, die sofort dahinterher. Gedruckte Komponenten, was ist das? Warum Elektronik von Hand löten, wenn man einen automatischen Drucker hat? Ja, das ist auch cool. Da kann man halt CPU-Kerne, Elektronik und so und Stromzellen und so vom 3D-Drucker drucken lassen. Carbon-Windräder gibt es auch. Oh weia. Schon wieder zu viele coole Sachen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Cool. Ja, wieder mal erfolgreich gewesen, diese Folge. Cool, freut mich. Sehr cool. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne noch ein Abo hinterher, falls noch nicht passiert. Würde mich auch mega, mega freuen. Ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Gesund bleiben und so. Bis dahin. Bye, bye.